Die USA haben einen Teil der geplanten neuen Strafzölle auf chinesische Importe auf Mitte Dezember verschoben. Die Sonderabgaben in Höhe von 10% auf Mobiltelefone, Laptops, Monitore und bestimmtes Spielzeug sollen nach Angaben der US-Regierung erst ab 15. Dezember gelten. Andere Waren werden offenbar ganz ausgenommen. Die Ausnahmen deuten zusammen mit angekündigten neuen Handelsgesprächen für Ende des Monats auf eine überraschende Kehrtwende Donald Trumps hin. Es wäre naiv anzunehmen, dass die USA nicht von den Handelsspannungen betroffen wären. Die Auswirkungen der Zölle wären nicht so gewaltig, wie man kurzfristig glauben könnte. Aber auf lange Sicht würden alle Parteien darunter leiden. Anfang August hatte der US-Präsident noch auf Eskalation gesetzt und Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von rund 300 Milliarden Dollar angekündigt. Er beschuldigte Peking, Zusagen, mehr amerikanische Agrarprodukte zu kaufen, nicht eingehalten zu haben. Zuvor waren Handelsgespräche mit China ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen.